Was geht ab, meine Freunde? Hier ist wieder Alpha Gamma Stand am Starten mit einem neues Video. Und zwar, wir sind heute in der Folge Nummer 11. Wir haben ja in der letzten Folge den Strom erweitert, dass wir ein bisschen mehr Strom haben, das natürlich uns auf jeden Fall nicht reichen wird. Dass wir sind bei Kapazität von 570. Wir sind aber schon bei Max-Kondition bei 554. Deswegen würde ich sagen, wir schauen heute, dass wir Computer freischalten. Und wenn wir diese Computer freigeschaltet haben, dann können wir auch die zwei mal langsam anfangen. Das dauert heute auf jeden Fall ein bisschen länger. Und wir müssen auf jeden Fall dies freischalten. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Halt einmal. Einfach der Maul. Das ist auch ganz wichtig, weil wir dann Treibstoffgenerator haben und wir da auf jeden Fall mehr Strom erzeugen können und wir brauchen auch diesen Strom. Deswegen würde ich sagen, wir machen ja diesen fertig heute und müssten eigentlich relativ schnell fertig sein. Ich denke mal, die 200 Kunststoff und Gummi habe ich auf jeden Fall schon fertig. Dann fehlen uns nur noch 100 Motoren, so gesagt. So, jetzt haben wir die Kunststoff und die Gummi schon fertig. Das tun wir nämlich dann gleich rein. Was machen wir hier? Genau das machen wir jetzt. Genau, das kann ich nämlich erstmal, wenn ich die Computer freigeschaltet habe. Deswegen muss ich das auch machen. So, da haben wir das da. Dann würde ich sagen, machen wir kurz schnell auf schnell. Reicht nicht. Aber egal, gucken wir mal. Wir bauen mir hier draußen ein Kabel. Los geht's. Let's go! Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh girl, nah nah. Ooh girl, nah nah. Baby girl, don't need to flex. This is the rhythm and you do all the rest. Ooh girl, nah nah. Ooh girl, nah nah. Fill me up with dreams, it's the only thing I need. When I'm done, lift me up with your company. There's no telling what you and me creating. We're on the same wavelength. Feel the beat tonight, something good. Auch schon fertig, jetzt brauchen wir nur noch die 100 Motoren. So schnell geht das Ganze schon. Dafür brauchen wir 200 Statoren und 200 Rotoren. So. Weil mit denen, davon möchte ich dann hier weitermachen. Ja, letztes Mal voll viele Sachen bekommen. Da habe ich voll viel bekommen. Deswegen möchte ich das machen. Jetzt gucken wir mal, wie weit Motor fertig ist. Der macht noch was. Ja, der braucht noch ein bisschen. Der braucht noch ein bisschen. Also, dann können wir jetzt mal vorbereiten. Wir brauchen ja nachher dann, um das eine freizuschalten. Dauert ja dann wahrscheinlich so 10 bis 15 Minuten. Aber Motor, Computer dauert so oder so lang. Also. Dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir 200. Okay. Voila. Milestone reached. The manufacturer increases production complexity. A critical look at production line logistics and efficiency is recommended during integration. The truck allows for increased efficiency in transportation, automated or otherwise. New project parts enable progress to the next phase. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, fangen wir als nächstes an. Und zwar in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also, danke, dass ihr am Start gewesen seid. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen. Ich würde sagen, wir fangen dann in der nächsten Folge, machen wir noch die Erweiterung. Und dann, wenn wir die haben, machen wir in der übernächsten Folge. fangen wir dann an, nochmal den Strom ein bisschen zu erweitern, zu verbessern und so weiter. Genau. Okay, dann bis zum nächsten Video und Peace out.